Stilkunde für Steinmetzschüler der Meisterschule Kaiserslautern. Thema Klassizismus. Das erste Bild ist ein Gemälde von Leo von Klenze, und zwar eine Rekonstruktion der Akropolis in Athen. Das Gemälde ist 1846 entstanden, 1,47 Meter auf 1,02 Meter. Und Ausgangspunkt war eigentlich für den Klassizismus die Französische Revolution. Nicht nur die Köpfe rollten, man suchte auch einen neuen Stil für den Bürger und besann sich auf die Antike. Am Anfang gab es noch wenig Möglichkeiten für Architekten, etwas zu bauen. Und man hat sich zunächst einmal konzentriert, zum Beispiel Schinkel in Berlin, Bühnenbilder zu malen zu der Zauberflöte 1816, und gestaltete eine Art Fantasiearchitektur auf Grundlage der Antike. Berühmtestes Gebäude ist natürlich hier das Brandenburger Tor von Langhans, 1789 bis 91. Und es hat Ähnlichkeiten oder ist ganz stark angelehnt an die Akropolis natürlich. Propyläen heißt Eingangsbereich, und hier haben wir auch praktisch einen Zugang oder einen Eingangsbereich auf einen kleineren Platz, beziehungsweise entwickelt sich eine Straße von dem Brandenburger Tor aus. Dann hier noch einmal Bilder aus Schinkels Gemälden. Hier für König Otto I. geplant, Schloss Orianda auf der Krim. Und es ist auf jeden Fall eine Variante zu dieser Antike. Wir kennen den Chorentempel auf der Akropolis kennt, weiß, dass es natürlich noch eine einreihige Chorenstützfunktion oder Stützreihe hatte. Und hier haben wir eine Doppelsäulenreihe. Dann natürlich in Parks finden wir auch Abwandlungen dieser antiken Gebäudestruktur. Hier ist es auch für den Laien einleuchtend. Wir haben keinen Tempel, es ist so eine Art Gartencafé. Im Sommer stehen dann mehr Stühle draußen und wir haben eine ionische Struktur. Aber die funktionelle Art des Gebäudes dahinter zeigt ganz klar, es kann natürlich nicht aus der Antike stammen. Die Neue Wache in Berlin. Wir haben hier auch wieder Schinkel, 1818. Das kleine Bild zeigt innen die später eingebaute oder hineingestellte Skulptur von Käthe Kollwitz, Mutter und Sohn Pieta. Zu DDR-Zeiten war es ganz einfach wirklich auch eine Wache. Man hat hier immer zwei Soldaten oder auch eine Wachablösung zelebriert, um praktisch diesem klassizistischen Thema etwas gerecht zu werden. Weiter in Berlin, auch wieder Schinkel. Konzerthaus nennt sich das Ganze. Also es finden natürlich nur Singspiele statt. 1818, Gendarmenmark. Auch hier, wenn wir genau schauen, wir haben vorne diese Podeste, auf denen die Bronzereiterfiguren stehen. Und wenn ich jetzt hinten dran das funktionelle Gebäude wegnehme und würde praktisch in Verlängerung der Treppenwangen den Tempel weiterbauen, hätten wir eine Art römischen Tempel, der hier kopiert ist. Zumindest mal die Treppenanlage. Und es zeigt auch wieder, dass eigentlich vor allem nur der Portikus eine direkte Kopie der Klassik ist. Dieses Gebäude gehört eigentlich zum Historismus, wenn man so will, von der Handschrift. Es ist aber 1824 von Schinkel auch in Berlin gebaut, Friedrich-Werdersche Kirche. Hier auch eine Anlage, Schloss Charlottenhof, Potsdam, 1829. Wenn Sie im Museum in Delphi sind, finden Sie ähnliche separate Säulen, auf denen Skulpturen oder Mischwesen oben dargestellt wurden. Und vielleicht nicht ganz so bekannt, aber es ist auch ein Zitat aus der Antike. Hinten ein funktionelles Gebäude, wieder einmal ganz unabhängig von einem Tempel, aber der Portikus spricht ganz eindeutig auch mit weniger Verzierung. Dorische Säulen erinnern an die Akropolis natürlich. Ja, Nikolaikirche Potsdam 1830, auch von Schinkel. Nur der Portikus ist ein eindeutiges Zeichen. Diese fast schon minarettartigen Ecksäulen lassen uns etwas
in der Schwebe, ist es jetzt nun Klassizismus? Wenn man die Zentralbauten kennt, die späteren Zentralbauten, die Kuppelbauten, ist auch noch eine Verbindung durch diese halbrunde Kuppel. Und diese schlichte Art, wie die Kuppel gebaut wurde, finden wir zum Beispiel nicht in der Renaissance bei St. Peter. Ja, nächstes Bild, der Königsplatz. Einmal die Gesamtanlage mit drei Komponenten, zwei Museum und den Propyläen. Die Anlage war im Dritten Reich zu einem Aufmarschplatz umfunktioniert worden. Die Trambahn fuhr auch mal durch die Propyläen in der Mitte durch, deshalb auch von der Planung her wirkt es etwas breiter hier zwischen den mittleren Säulen. Jetzt hat man wieder Rasen angepflanzt in den 90ern und die Fahrbahn der Straße führt um die Propyläen drumherum. Und die beiden Museen beherbergen eine Sammlung von Skulpturen, also eine Glyptothek. Das ist auch das Gebäude, was unten dargestellt wird, 1816 bis 30. Klenze konzipierte das. Und gegenüber oben auf der linken Seite haben wir eine Antikensammlung mit Keramiken. Dann fast schon sehr nah an dieser Akropolis-Struktur einen Berg, weniger ein Burgberg, aber die Donau unten, Kelheim, die Walhalla, stellt also auch mehr oder weniger in Richtung Verherrlichung von ja, berühmten Leuten, berühmten Figuren. Und es geht auch inhaltlich etwas mehr an eine Tempelstruktur ran. Es sind natürlich keine Götter. Wir haben im Prinzip die ja, sehr reichhaltig verzierte, innendekorierte Geschichte. Es ist schwer vorzustellen, war es jetzt wirklich oder schwer belegbar, waren wirklich vergoldete Holzbalken in der Dachstruktur von innen zu sehen. Auf jeden Fall abgewandelt sind dann diese Stützfiguren unterm Dach. Sowas hatten wir in der Akropolis nicht. Da gab es nur eine kleine Säulenreihe. Und die Anordnung mit Konsolen dieser Büsten, sowas gab es natürlich auch nicht in der Antike. Wie gesagt, es sind alle berühmten Wissenschaftler, Forscher, ja, Goethe, Schiller sind zu Ehren in dieser Walhalla. Walhalla, die Idee kommt natürlich wieder aus dem Norden. Also es werden dann verschiedene Dinge wieder hier vermischt. Auch die Gebäudestruktur im Detail mit den Baugliedern kommt natürlich ganz klar aus der Klassik der Antike. Die ebenso von Klenze gebaute Befreiungshalle in Kelheim 1842 bis 1863 ist natürlich auch auf den ersten Blick wieder schwer für uns als Laie einzuordnen. Natürlich, die Bauzeit beschreibt es dann, aber im Innenbereich, wenn man auch wieder sieht, diese Darstellung, unabhängig von den Flügeln jetzt, der Marmorfiguren, lässt uns ganz klar diesen Klassizismus erahnen. Ja, München hat natürlich durch dieses Oktoberfest, kennt jeder, die Ruhmeshalle, direkt neben diesem Festplatz befindlich, diese große Bavaria. Es war einmal der größte Bronzeguss der Welt, um die 20 Meter. Man kann hinein in die hohle Bronze, man kann auch oben am Kopf über den Platz schauen. Aber wesentlich dann auch als Schutzpatronin sehen wir natürlich auch eine Parallele zu Athene als Schutzheilige der Stadt Athen. Bavaria natürlich die Schutzheilige des Freistaates Bayern, hier München natürlich. Und wir haben rechts oben zum Beispiel ein Porträt von Werner Heisenberg, Physiker, der die Quantenmechanik vorangetrieben hat, Nobelpreisträger. Und diese Ruhmeshalle ist auch eine moderne Umsetzung ja, von so einer klassizistischen Tempelstruktur. Ja, auch wieder schwierig. Eine Pyramide kommt natürlich aus der ägyptischen Formensprache. Aber wenn man natürlich wieder die Zeit sieht, 19. Jahrhundert, Friedrich Weinbrenner ist der Architekt. Die Gebäude sind nicht mehr alle um den Platz. Man sieht es an dieser
Volksbank, heute auch etwas anders, ein älteres Foto, dass man hier natürlich auch Gebäude ersetzt hat und nicht mehr die ganz ursprüngliche Struktur dieses Platzes vorhanden ist. Also eine Platzgestaltung war auch ein Thema im Klassizismus. Das nächste, die Ludwigstraße in München. König Ludwig plante genau 1 Kilometer von dieser Ruhmeshalle, das ist die kleine, am Ende befindliche, mit diesen drei Bögen gestaltete Halle, bis hin zu im Rücken befindlich von diesem Bild, diesem Siegestor. Das Siegestor hat man in Anlehnung an römische Tore auch ohne Mörtel nur mit Verbleiungstechnik hergestellt. Und diesen Kilometer dachte König Ludwig, dass Bürger auch ihre Gebäude entsprechend der Draufhöhe errichten, dass man eine sehr schön gestaltete, einheitliche Straße bekommt. Leider hat sich das Bürgertum nicht bereit erklärt oder das Geld vielleicht aufgebracht. Man hat natürlich heute öffentliche Gebäude der Universität oder der Staatsbibliothek oder die zwei Kirchtürme, die im Stile von einer eher neoromanischen Struktur gebaut wurden. Das sind natürlich Dinge, die König Ludwig dann eben selber initiiert hat, dass dieser Kilometer auch zu einem schön gestalteten Kilometer wird. Die Paulskirche in Frankfurt, Symbol der Demokratie, aber 1789 bis 1833 von Johann Christian Friedrich Hess in Mainsandstein errichtet. 1848 die Frankfurter Nationalversammlung. Diesen ovalen Grundriss könnte man barock vermuten, aber es ist in der Zeit des Klassizismus gebaut. Wir haben auch einen Obelisk vorne stehen, ein Denkmal. Und die Eingangsbereiche, die jetzt nicht zu sehen sind, haben auch einen Dreiecksgiebel mit links und rechts Podestsäulen. Das ist vielleicht das einzigste Merkmal, was auch einem Laie dann ganz klar zeigt, dass es aus dem Klassizismus kommt. Paris, wir haben dieses Siegestor in München gesehen. Paris hat natürlich, wenn Sie die rechte Reliefstruktur des Hochreliefs sehen, ist mit diesem ausgestreckten Schwert eine Jeanne d'Arc zu sehen, was natürlich dann auch wieder eine schöne inhaltliche Verbindung hergibt zu dieser französischen Revolution, die den Barock beendet. Und wir haben ein etwa 50 Meter hohes, 49,54 Meter hohes Tor, im Prinzip auch ein repräsentatives Tor. Chalgrin, Jean-François, 1739 bis 1811, hat den Arc de Triomphe entworfen als Architekt. Für die Lokalpatrioten, August von Voith, weniger bekannter Architekt, plant eine Aussegnungshalle für Kaiserslautern. Dahinter befand sich ein Friedhof. Und heute noch in der Friedensstraße oder direkt an der Friedensstraße 42 ist das von 1832 bis 1835 gebaute Gebäude. Der Friedhof wurde stillgelegt. Es sind auf dem Gelände heute Gebäude der Bau AG, die allerdings schon in den 1920er Jahren, 28, fertiggestellt wurden. Die Nutzung dieser ehemaligen Aussegnungshalle war vielfältiger Natur. Es wurde schon vermietet an eine christliche Gemeinde. Mittlerweile hat das Kulturamt der Stadt das Gebäude wieder inne und es finden hin und wieder mal Musikveranstaltungen statt. Plastikskulptur. Hier sehen wir Antonius Canovas Paris, der in der Neuen Pinakothek München zu finden ist, 1816 fertiggestellt. Ein antikes Motiv. Man sieht es nicht genau, aber in der rechten Hand hält Paris den Apfel. Er wird Aphrodite diesen Apfel überreichen, neben Hera und Athene. Wir sehen, es kann keine antike Skulptur sein, da ein Weinblatt oder Feigenblatt das männliche Glied abdeckt. Sowas wäre in der Antike eigentlich undenkbar gewesen. Auch die Haltung bzw. die Details mit dem Faltenwurf wirken etwas sehr barock nach. Sowas hätte man in der Antike, diese Stützfigur
Diese Stützkonstruktion wäre sowieso hinfällig gewesen, wäre die Figur in der Antike aus Bronze gestaltet worden. Antonio Canova schafft auch ein weiteres antikes Thema mit Perseus, 1797 bis 1801, heute in den Vatikanischen Museen in Rom zu finden. Hier im Vergleich mit einer Kopie des Speerträgers von Polyklet im Nationalmuseum Neapel zu finden. Und diese römische Kopie zeigt schon eine ruhigere, kräftigere Fülle, eine Darstellung, der Speer fehlt, aber die Figur schaut nach unten in sich gekehrt und das Bühnenhafte von Perseus, fast schon eine erschrockene schauspielerische Darstellung, wie er den Kopf der Medusa hält, sowas wäre in der Antike undenkbar gewesen. Amor und Psyche, auch von Canova, ein vielseitig wiedergeborenes antikes Thema, heute in der Villa Carlotta am Comer See. Und ganz herausragend von Canova, Paulina Borghese, die Schwester Napoleons, heiratet den Kardinal Borghese, der in Rom seine Villa immer wieder für Festivitäten zur Verfügung stellt, für die katholische Kirche, also für den Vatikanischen Staat, 1808 fertiggestellt. Sie sitzt selbst Porträt dem Künstler und der Apfel ist wieder eine Anspielung auf diese Aphrodite. Und handwerklich eine Meisterleistung. Schauen Sie, wie die Falten dieses Liegesofas gestaltet sind. Und man kann davon ausgehen, dass es eines der besten Ganzkörperporträts aus der Zeit ist. Hier Bertel Thorvaldsen, 1768 bis 1844 hat er gelebt. Ein dänischer Bildhauer. Links haben wir Kurfürst Maximilian I. Auf dem Wittelsbacher Platz München, 1839. Denkmal, überdimensionale Bronze. Rechts sehen wir das antike Thema Jason und das goldene Vlies, 1803 fertiggestellt. Klassizismusmalerei. Tod des Marats. Thema von Jacques-Louis David. Etwa 1,62 Meter auf 1,28 Meter. Und zwar handelt es hier um ein 1793 von der Konterrevolutionärin am Vorabend quasi der Französischen Revolution umgebrachten Revolutionär. Sie versuchte somit praktisch die Französische Revolution zu verhindern, was ihr natürlich nicht gelang. Schwur der Horatia, auch von David, 1784 im Louvre, ein größeres Bild, 3,30 Meter auf 4,25 Meter. Nach der antiken Sage übergibt der Vater der Horatia die Schwerter seinen Söhnen, die in den Krieg ziehen gegen die Curiatia. Es war ein Krieg gegen die Stadt Alba Longa, die etwa 20 Kilometer von Rom entfernt ist. Interessant bei diesem Bild finden wir zwei Quadrate, die etwa im goldenen Schnitt zur horizontalen Ebene zueinander gruppiert sind. Die Quadrate sind auch in etwa 5 zu 8 gestaltet. Und wir haben zusätzlich eine Zentralperspektive, die etwa bei den Händen oder bei der linken Hand des Vaters, der die Schwerter hält, sich treffen. Als letztes Bild zeige ich hier die Madame Récamier um 1800, auch von Jacques-Louis David, 2,24 Meter auf 1,74 Meter. Und zwar berühmt wurde dieses Möbelstück letztlich, das Liegesofa, wird auch heute noch als Récamière bezeichnet. Es gibt meines Wissens nach sogar eine Firma Récamier, die heute noch diese Liegesofas herstellt.